Die Hornhaut wird oft als Fenster zum Auge bezeichnet. Wie ein Urglas schützt sie vor äußeren Einflüssen. Durch ihre Krümmung bricht sie das einfallende Licht, damit es punktförmig auf der Netzhaut eintreffen kann und so ein scharfes Sehen ermöglicht. Patienten, deren Hornhaut irreversible Schäden hat, benötigen eine Transplantation. So wie Liselotte Schillhabel. Auch sie litt unter Sehstörungen. Ich konnte nicht mehr so richtig lesen, konnte auch dieses Schattending nicht mehr so lesen. Und nachts mit Autofahren war auch nichts mehr drin. Hat dann so geblendet und das war einfach nicht das Klare. Die häufigste Erkrankung ist die sogenannte Fuchsche Endotheldystrophie. Hier ist die innerste Schicht der Hornhaut erkrankt, sodass das Sehen für den Patienten verschwommen wird, nicht mehr so klar ist, sprich der Kontrastsehvisus sinkt. Bei der herkömmlichen Transplantationsmethode wurde der zentrale Teil einer kompletten Hornhaut verpflanzt und eingenäht. Es kam häufig zu Infektionen, Abstoßreaktionen oder Wundheilungsstörungen. Mit einem neuen Verfahren werden diese Komplikationen weniger und sind besser kontrollierbar. An speziellen Komplikationen oder Risiken ist zu nennen, dass diese kleine Membran, die man dort hineinpflanzt, sowie eine Tapete, die ich an der Wand anklebe, teilweise oder ganz sich wieder ablösen kann. Hier ist dann ein kleiner Zweiteingriff notwendig, um diese transplantierte Hornhaut wieder zu stabilisieren. Die neue OP-Methode hat vor allem für den Patienten enorme Vorteile. Man muss das Auge nicht mehr eröffnen. Man kann im geschlossenen System arbeiten. Man hat nur noch ganz kleine Schnitte. Und die Ergebnisse sind viel besser. Die Sehergebnisse sind für den Patienten also besser. Und die Komplikationsrate ist viel niedriger bei dem neuen Verfahren. Liselotte Schillhabel ist eine Patientin, die mit der neuen DMEC-Methode operiert wurde. Bereits 6 Tage nach der Operation bemerkte sie erste Verbesserungen und nach 3 bis 4 Wochen konnte sie wieder scharf sehen. Man hat einfach Bedenken, man könnte blind werden oder man ist ja auch vorsichtiger. Und jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe und ich sehe gut. Und ich muss es ehrlich sagen, der Herr Dr. Will, wo es gemacht hat, also operiert hat, war ich, glaube ich, schon in guten Händen und hat alles super gemacht. Also ich bin auch zufrieden. Aktuell werden in Deutschland pro Jahr über 5.200 Augenhornhäute verpflanzt. Fast doppelt so viele wie Niere, Leber und Herz zusammen.